Ich will hier eigentlich nicht die tausendste Zornrede auf Superheldenfilme halten. Aber ich bin zornig. Sehr zornig sogar. Wir befinden uns im Zeitalter der Superhelden. Marvel prägt eine ganze Kinogeneration. Ist leider so. Dafür hatten die 50er, 60er den Western. Und die 80er, 90er, naja, Sylvester Stallone. Oder Bruce. Oder wer auch immer alleine mal wieder alle platt gemacht hat. Teasel, you and all your men couldn't handle him before. Now, what makes you think you can handle him now? Because God knows what damage he's prepared to do. Und heute? Heute retten Superhelden die Welt vor immer absurderen Bedrohungen. Aber wisst ihr, was ich denkwürdig finde? Dass sie das nicht mehr alleine können. Ich meine, das sind Superhelden, verdammt nochmal. Was Sylvester Stallone kann, können die doch schon lange. Aber nein, stattdessen sind sie maximal charismatische Leader von irgend so einem Team. Teams sind der Shit. About this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan and that way it might be really good. Ich meine, schaut euch doch mal die Expendables an. Da sind sie doch, die ganzen Ex-Alleingänger. Aber jetzt als Team. Unloaded? Oder Fast and Furious mit Vin Diesel als Leader. Die Ocean-Reihe, Wall-E. Selbst an Shape of Water ist das Team nicht ganz vorbeigegangen. So ist das nicht nur im Kino. Ich meine, Teamarbeit ist mittlerweile sowas wie das Opium fürs Volk. Man soll es nicht nur auf der Arbeit machen, sondern sich am besten auch noch mit seinem Bootcamp-Team durch den ganzen Park quälen. Wie bescheuert ist das eigentlich? Eltern sollten jetzt nicht mehr Eltern sein, sondern Elternteams und alle labern nur noch von ihren fucking Gangs. Alter, was ist los? Ich denke, dass uns hier ein schon längst verstorbener Philosoph unter die Arme greifen kann. Die Rede ist von Foucault. Ganz hartes Brett. Er ist der Begründer des sogenannten Panoptismus. Das Panoptikon ist ein ideales Gefängnis. Die Zellen sind rund um einen Wachturm angeordnet. Die Wärter im Wachturm können durch kleine Schlitze jede Zelle beobachten. Der Zelleninsasse hingegen kann gar nicht sehen, ob überhaupt jemand im Wachturm ist. Er fühlt sich also permanent beobachtet und baut lieber gar keinen Scheiß. Zumindest der Theorie nach. Mit Panoptismus beschreibt Foucault all jene gesellschaftlichen Strukturen, die ähnlich wie ein Panoptikon funktionieren, also Strukturen, die einem das Gefühl vermitteln, von anderen beobachtet zu werden. Ziel ist dabei die Kontrolle und Disziplinierung des Einzelnen, um soziale Konformität zu erreichen. Teams sind sowas wie die kleinste panoptische Einheit. Auf einmal hat man eine Verantwortung gegenüber Leuten, mit denen man an einem gleichen Ziel arbeiten soll, aber vielleicht nicht ganz freiwillig. Das heißt, man kommt unter Zugzwang, man muss liefern. Und man wird vom Team dabei kontrolliert. Zumindest steht man in Teams unter permanenter Beobachtung von den anderen. Der Gruppendruck wird automatisch erhöht. Und das alleine diszipliniert die meisten. Gruppendruck, ich meine, kennen wir ja alle, oder? Ey, Gruppendruck hat mich erst zu diesem Beitrag gebracht. Danke, Tim. Danke, Jay. Naja, kein Wunder also, dass Superhelden Teams brauchen. Die wären sonst alles andere als sozialkonform. Ja, richtig asoziale Superhelden. Aber auch die asozialen Superhelden werden am Ende auf Linie gebracht. Und was Gruppendruck so mit Superhelden macht, das kann sich ja jeder dann im neuen Avengers Infinity War reinziehen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich will hier Teamarbeit nicht schlecht reden. Aber wie so häufig steckt da System dahinter? Es ist ja nicht so, dass wir uns immer freiwillig dazu entscheiden. Selbst die Avengers sind nicht ganz freiwillig zusammengekommen. Der gute alte Samuel als Nick Fury hat sie zusammengecastet. Und am Anfang waren sie auch nicht wirklich davon begeistert. No offense, but I don't play well with others. Wenn Teamarbeit als Instrument zur sozialen Kontrolle und Disziplinierung eingesetzt wird, dann ist das eine Form der Machtausübung. Und das hat für mich immer einen faden Beigeschmack. Ich zumindest habe keinen Bock mehr auf diese subtilen Lobeshymnen auf die Teamarbeit im Kino. Als ob man für jeden Scheiß ein Team bräuchte. Das ist genauso albern wie die Idee, dass einer alleine alle platt machen kann. Wie seht ihr eigentlich die ganzen Team-Ups im Kino? Ihr könnt ja gerne einen Kommentar da lassen und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like und unseren Channel abonnieren. Ich bin Jan, bis zum nächsten Mal.